Moderator Point Webinars zu stellen. Und im Anschluss an den Vortrag wird auch die Chat-Funktion für alle Teilnehmer freigeschaltet, sodass sie dann auch die Möglichkeit haben, ihre Fragen loszuwerden. Gut, das war das Organisatorische. Bevor wir in das eigentliche Thema einsteigen, ein paar Worte zu uns, falls Sie Point Software und Systems noch nicht kennen. Point wurde 1994 gegründet und wir sind ein ISV für Daten- und Storage-Management-Lösungen. ISV heißt, wir sind ein unabhängiger Softwarehersteller und unser komplettes Team sitzt in Deutschland, um genauer zu sein, in Siegen. Ja, das hat zum einen hat es natürlich einen sehr großen Vorteil, dass unser komplettes Team hier zusammensitzt. Wir haben sehr kurze Wege. Und genauso bekommen wir natürlich sehr oft von Ihnen, von unseren Kunden, die Frage gestellt, wenn denn später im Betrieb mal etwas aufkommt, man eine Frage an den Support stellen möchte, wo man denn bei welchen Kollegen man hier landet. Genau, und das ist damit dann auch beantwortet. Wir haben Kunden, unsere Kunden sind weltweit. Wir haben darunter viele kleine Unternehmen, wir haben aber auch sehr viele sehr große Unternehmen. Klein bzw. groß messen wir besonders daran, wie viel oder welches Datenvolumen wir beim Kunden verwalten. Also klein fängt an bei wenigen Terabytes und groß geht hin in den zwei bis hin sogar in den dreistelligen Petabyte-Bereich. Dann haben wir natürlich unser Reseller-Netzwerk, ja, mit den Systemhäusern, Systemintegratoren, mit denen wir zusammenarbeiten. Und wir pflegen einen sehr engen Draht zu den großen Speicherherstellern. Ja, um hier einfach mal ein paar Beispiele zu nennen. NetApp, natürlich eine Dell, mit der wir sehr eng zusammenarbeiten. Aber beispielsweise auch jetzt im Bereich des Objektspeichers, auch mit einer Claudian arbeiten wir hier sehr eng zusammen. Ja, und damit möchte ich dann auch direkt überleiten. Objektspeicher, ist heute auch das Thema. Ja, Sie haben es schon in Ihrer Einladung für das heutige Webinar gesehen. Es sind zwei Kernfragen, die wir gerne mit Ihnen ja, durchgehen möchten. Die erste Frage ist, wie sicher sind denn Objektspeicher bzw. Cloud Storage? Und die andere Frage ist, die wir heute behandeln wollen, wie schaut es denn mit einem Tiering-Konzept für Objektspeicher aus? Bei der ersten Frage ist es eigentlich immer ganz gut, wenn man zunächst mal so die Szenarien betrachtet, die denn eintreten können, bei denen es zu Datenverlust kommen kann. Sie sehen es hier auf der Folie, es ist jetzt zweigeteilt. Ich fange mal auf der linken Seite an. Diese Szenarien würde ich mal so als die physikalischen Komponenten bezeichnen, die ausfallen können. Es kann natürlich sein, dass eine einzelne Festplatte oder mehrere ausfallen. Es kann passieren, dass ein kompletter Knoten im System ausfällt, bis hin zu einem kompletten Rack. Oder wenn ich meinen Objektspeicher über mehrere Standorte verteilt habe, dass vielleicht sogar ein kompletter Standort betroffen ist. Ja, das kann natürlich einfach mal das kann eine Netzwerkverbindung sein, ja, bis hin zu einem ja, wirklich größeren Ausfall eines kompletten Standorts. Diese Szenarien, die sind sehr gut abgedeckt. Die sind abgedeckt durch Verfahren wie Erasure Coding oder eine Replikation, ja, eine Datenreplikation, beziehungsweise wenn ich meinen Objektspeicher verteilt habe über mehrere Standorte. Ja, damit ist man sehr gut mit den vorhandenen Verfahren, die Objektspeicher bieten, ist man hier sehr gut geschützt. Sie erkennen das in der Regel auch daran, weil es sind alles diese Hochverfügbarkeitsthemen. Wenn Sie bereits einen Objektspeicher haben oder einen planen zu beschaffen, ja, dann sehen Sie es in der Regel in den technischen Datenblättern. Da ist die Verfügbarkeit ja in einem Prozentwert angegeben. Das heißt, Sie sehen dort so etwas wie 99,999%. Ja, vielleicht sind sogar noch ein paar mehr Neunen hinterm Komma. Ja, und dieser Wert beschreibt die Verfügbarkeit des Systems. So, dann haben wir aber auch auf der anderen Seite, hier auf der rechten Seite, haben wir noch andere Szenarien, die auftreten können.
Es kann natürlich sein, dass in meinem Objektspeicher ein Softwarefehler existiert. Ja, da muss man natürlich direkt sagen, dieser Fehler existiert dann sehr wahrscheinlich auch an allen Standorten, auf allen Knoten. Dann kann es natürlich passieren, dass etwas versehentlich oder auch böswillig gelöscht wird. Jetzt ist natürlich die große Frage, wie gehe ich damit um? Und dann das Thema Ransomware. Hier auch ganz wichtig, was man betonen muss, Ransomware wird immer wieder, was auch nachvollziehbar ist, als allererstes mit Filesystemen in Verbindung gebracht. Man muss aber sagen, auch für Objektspeicher gibt es Konzepte, ja, wie man mit Ransomware einen Objektspeicher angreift. Und man muss leider sagen, das ist erschreckend einfach. Ja. Erschreckend einfach. Und gerade im Falle von einer Public Cloud, geht auch diese Verschlüsselung rasant. Ja. Also da sind sehr große Datenmengen binnen kürzester Zeit betroffen. Gut, und dann kommt natürlich noch der Faktor Mensch ins Spiel. Ja, auch hier natürlich können Fehler auftreten. Ja, vielleicht ein Fehler vom Administrator, hat er das falsch konfiguriert, bis hin natürlich zu einem Fehler im eigentlichen Rechenzentrum. Ja, man hat ein paar Kabel falsch gesteckt oder mal abgesteckt und hier kommt es vielleicht zu Datenverlust. So, und bei diesen Szenarien muss man erstmal sagen, die einfachste Methode, um sich davor zu schützen und die beste, sicherste, ist ein Backup zu erstellen. Backup, was man ja in anderen Bereichen, vielleicht bei einem NAS-System oder SAN, bei den Applikationen gar nicht in Frage stellt, was aber beim Thema Objektspeicher häufig leider vernachlässigt wird. Man muss aber auch direkt dazu sagen, deswegen auch dieses große Fragezeichen dahinter. Zum einen ist es natürlich die Frage, wie mache ich denn überhaupt ein Backup von einem Objektspeicher? Weil natürlich die große Herausforderung dabei ist, ein Objektspeicher ist in der Regel, mindestens sind wir in einem Bereich, ja, hohe dreistellige Terabyte, Bereiche, die wir an Kapazität dort vorhalten. Eher sind wir bei den meisten Kunden im Petabyte-Bereich. Wie kann ich denn diese Datenmenge sichern? Das ist das ein Thema, was ich heute behandeln möchte mit Ihnen. Und damit kommen wir zur zweiten Frage, die Sie auch in der Einladung schon gesehen haben, nämlich die Frage, wie schaut es denn mit einem HSM oder Tiering-Konzept für Objektspeicher aus? Ja, ich hatte es gerade schon erzählt, Objektspeicher sind in der Regel sehr, sehr groß, ja, die meisten Installationen im Petabyte-Bereich. Objektspeicher sind in der Regel festplattenbasiert. Ja, es sind sehr große Festplatten, davon sehr viele verbaut, ja, in der Regel auch sehr engem Raum. Und man sieht halt bei den Kunden, dass es immer mehr Workloads gibt, immer mehr Applikationen, die den Objektspeicher nutzen. Ja, es fängt natürlich an bei Archivanwendungen, Sync und Share. IoT ist natürlich auch ein sehr großer Treiber und auch im Bereich Analytics sieht man gewaltige Datenmengen. Und dann muss man natürlich auch erstmal festhalten, das hat gar nichts mit Objektspeicher zu tun. Objektspeicher ist genauso betroffen. Auch hier muss man eine Unterscheidung oder kann man eine Unterscheidung treffen zwischen den aktiven Daten, die ich gerade generiert habe, die ich gerade verarbeite, und den kalten Daten, ja, die ich vielleicht vor Monaten mal erzeugt habe, aber die ich jetzt gar nicht mehr im Zugriff habe. Ja. Und gerade diese kalten Daten, die in der Regel ja 80, 90% des Gesamtvolumens ausmachen, da stellt sich natürlich wirklich die Frage, wie kann ich diese Daten von meinem Objektspeicher nochmal verlagern auf ein günstigeres Medium, ja, um hier die Speicherkosten zu reduzieren. Das ist nicht ganz einfach, diese Fragestellung. Und da ist es immer eine ganz gute Idee, wenn man sich mal anschaut, was machen denn die großen Hyperscaler? Denn die Hyperscaler, gerade natürlich Amazon, AWS mit der S3-API, hat natürlich das Thema Objektspeicher massiv vorangetrieben. Ja. Und wenn man sich das anschaut, was AWS oder auch Google anbieten, dann stellt man sehr schnell fest, die haben verschiedene Speicherklassen. Ja, die haben so eine Standardspeicherklasse, ja, für alle gängigen Applikationen, ja, für Daten, die ich auch häufig lese. Ja. Und dann haben sie aber auch genauso Speicherklassen wie beispielsweise S3 Glacier, S3 Glacier Deep Archive. Ja, die sind wiederum eher dafür gedacht,
für Objekte, auf die ich sehr selten zugreife. Ja, also eher so eine Art Archiv. Ja. Im Gegenzug, ja, sind aber diese Speicherklassen auch pro Gigabyte deutlich günstiger. Ja, also das sind wirklich sehr, sehr geringe Zahlen, sehr geringe Kosten pro Gigabyte, aber auch mit dem Nachteil, ich nenne hier einfach mal so die Werte bei AWS, bei S3 Glacier, wenn ich dort ein Objekt wieder anfordere, dann warte ich 3 bis 5 Stunden. Ja, hingegen bei S3 Glacier Deep Archive, was nochmal etwas günstiger ist als das normale Glacier, beträgt die Wiederherstellungszeit 12 bis 48 Stunden. Ja, also da muss man natürlich dann genau abwägen, was lege ich hier in diese Speicherklassen ab und zu welcher Applikation, zu welchem Use Case passt es denn, wenn ich so eine lange Wiederherstellungszeit habe. Die entscheidende Frage hier ist aber, wie machen die Hyperscaler das? Ja? Wie können die diese sehr geringen Kosten pro Gigabyte realisieren? Ist das Ganze noch festplattenbasiert? Ist es vielleicht tapebasiert? Oder kommen hier optische Medien zum Einsatz? Bei diesen beiden Anbietern hier, AWS und Google, wissen wir es nicht genau. Na, da gibt es nur Vermutungen. Aber ganz genau wissen wir es bei Microsoft. Auch Microsoft bietet eine Archivspeicherklasse an, ja, das sogenannte Azure Archival Tier. Und Microsoft hat sich mehrere Technologien angeschaut, darunter auch optische Medien. Aber Microsoft ist am Ende zum Ergebnis gekommen, dass Tape hier das beste Speichermedium ist. Ja, und damit möchte ich auch überleiten zu unserer Lösung, nämlich zum Point Archival Gateway. Zunächst mal, was ist das Point Archival Gateway? Das Archival Gateway ist erstmal ein Objektspeicher, ist auch ein Objektspeicher mit allen Vorteilen, die man so kennt, angefangen bei der Hochverfügbarkeit. Wir haben Erasure-Coding, wir unterstützen die Objektversionierung, ja, und wir haben eine native S3-API. Ja. Der ganz große Unterschied ist aber, unser Objektspeicher, das Point Archive Gateway, ist nicht festplattenbasiert, sondern es ist ein tape-basierter Objektspeicher. Ja. Das heißt, wir verbinden mit unserer Lösung eine Tape-Library. Ja, wir unterstützen hier sowohl die LTO-Tape-Technologie, angefangen bei der Generation 5, und wir unterstützen aber ebenso die IBM 3592-Serie, ja, vielen auch besser unter dem Begriff Jaguar-Laufwerke bekannt. Ja, die werden ebenso unterstützt. Sie sehen es hier auf der rechten Seite, ich denke, sehr beeindruckende Zahlen. Ja, wir erreichen einen Durchsatz von bis zu 230 Gigabyte pro Sekunde. Ja, wir können bis zu 256 Laufwerke parallel ansteuern und bis zu 8 Tape-Libraries, die wir gleichzeitig mit unserer Lösung verbinden können. Ja, das Archive Gateway skaliert über Knoten. Ja, wie das funktioniert, sehen Sie jetzt hier auf der nächsten Folie. Also wir müssen grundsätzlich unterscheiden zwischen sogenannten Interface Nodes. Ja, das sind die Knoten, die eigentliche S3-API, den Applikationen, den Clients zur Verfügung stellen und die auch den Schreibvorgang auf die Medien über die angeschlossenen Laufwerke durchführen. Wir unterstützen pro Knoten bis zu 8 Laufwerke. Ja. Von diesen Knoten können Sie einen haben, Sie können aber auch mehrere haben, einfach um die Last zu verteilen, um eine höhere Geschwindigkeit zu realisieren und natürlich auch um eine Ausfallsicherheit zu realisieren. Neben dem Interface-Knoten haben wir dann noch den sogenannten Datenbankknoten. Auch hier können wir mehrere haben, bis zu 4 in Summe. Und der Datenbankknoten ist für die eigentliche Verwaltung zuständig. Ja. Verwaltung heißt, ja, wie der Name schon sagt, der Knoten verwaltet die Datenbank, die Logs, und auch auf dem Knoten läuft in der Regel auch das Administrationsinterface. Ja, das alles ist HTML-basiert. Und Sie sehen hier auch nochmal den Wert, wir unterstützen pro S3-Bucket bis zu 100 Milliarden Objekte.
Für Kunden, die ja nicht direkt im großen Petabyte-Bereich anfangen, sondern vielleicht eher im zwei-, dreistelligen Terabyte-Bereich unterwegs sind, da haben wir auch eine Lösung, die etwas kleiner anfängt. Das ist eine sogenannte Single-Node-Konfiguration. Das heißt, die beiden vorgestellten Dienste, der Interface-Service und auch der Datenbank-Service, laufen auf ein und demselben Knoten auf dem gleichen Server, ja, ja, der bestellt dann halt die S3-Verbindung für die Clients zur Verfügung und hat eine angeschlossene Tape-Library über Fiber-Channel oder auch IceGuard. So, jetzt möchte ich mit Ihnen ein bisschen tiefer in die Materie gehen, nämlich mal zeigen, wie so die Architektur der Lösung aufgebaut ist. Dazu würde ich hier auf der Folie mal im unteren Bereich anfangen. Also die angeschlossene Tape-Library oder auch mehrere Tape-Libraries bezeichnen wir als sogenanntes Archival Storage Device. Und jedes Medium, ja, unabhängig jetzt von der Technologie, ob es jetzt LTO ist oder die IBM Jaguar-Technologie, jedes Medium, jedes Band bezeichnen wir als sogenanntes Archival Storage Volume. Wir nehmen dann mehrere Volumes und bauen daraus ein sogenanntes Protected Volume Array oder auch kurz PVA genannt. Ja, wie viele Volumes sich in einem PVA befinden, bestimmt die eingestellte Erasure-Codierung. Ja, also wenn Sie beispielsweise eine Erasure-Code-Rate von 3 plus 1 haben, ja, dann habe ich in Summe 4 Medien pro PVA. So, und dann haben wir eine logische Schicht darüber, die sogenannte Partition. Ja, eine Partition stellt zunächst mal die eigentliche Kapazität zur Verfügung und eine Partition wächst dann ganz dynamisch, je nachdem, wie viel Speicherplatz ich belege, über zusätzliche PVAs. Ja, also das System geht vollkommen automatisch hin. Sie schreiben mehr und mehr Objekte. Dann werden neue Medien allokiert, es werden neue PVAs automatisch generiert und somit wächst dann auch die Kapazität einer Partition. Die eigentlichen Objekte schreibe ich dann in die höchste Schicht hier in dem Schaubild, nämlich in ein Objektrepository, beziehungsweise auch besser bekannt unter dem Namen Bucket. Ja, und hier einfach mal dargestellt ein Beispiel mit der Erasure-Code-Rate 3, 4 bzw. 3 plus 1. Das ist einfach eine andere Schreibweise. Hier sehen Sie den Schreibvorgang. Das Point Archive Gateway empfängt von den Applikationen einen über S3, ja, einen Objektdatenstrom, den wir segmentieren in 64K große Segmente. Ja. Darüber läuft dann noch das eigentliche Encoding, ja, abhängig natürlich von der Erasure-Code-Rate. Hier in dem Beispiel haben wir dann drei Segmente mit Dateninformationen und ein Segment mit Paritätsinformationen. Entsprechend benötigen wir dann für den Schreibvorgang, weil wir das alles parallel machen, vier Laufwerke. Ja, also vier Laufwerke schreiben diese Dateninformationen, ein Laufwerk schreibt auf ein anderes Medium die Paritätsinformationen. Beim Lesen, ja, sieht es dann genau in der umgekehrten Reihenfolge. Hier allerdings der große Vorteil, solange alle Bänder funktionsfähig sind und wir nicht auf die Paritätsinformationen zurückgreifen müssen, ja, laden wir auch entsprechend nur drei Medien, nämlich mit den Dateninformationen. Drei Laufwerke werden in dem Fall belegt. Dann erfolgt das Reassembling, ja, dieser Objektdatenstrom wird wieder zusammengesetzt und der S3-GET-Request von den Applikationen, von den S3-Clients, wird dann entsprechend hier beantwortet. Damit möchte ich dann auch wieder zu den beiden
Ausgangsfragen zurückkommen. Ja, hier sehen Sie mal so die wichtigsten Use Cases. Ja, natürlich haben wir hier eine Integrationsmöglichkeit auch mit dem Point Storage Manager. Und ja, daneben sehen Sie hier als Beispiel mal genannt das NetApp Storage Grid. Daneben folgt das HyperStore-System von Claudian und auch das Hitachi Vantara HCP-System. Das sind Objektspeicher, die wir unterstützen und für die wir dann anbieten, sowohl eine Tiering-Option als auch eine Backup-Option. Das heißt, für das Tiering nehmen wir die vorhandene HSM-Funktionalität, also die beispielsweise beim NetApp Storage Grid System heißt das Ganze ILM, also Information Lifecycle Management. Hier können Sie dann ganz granular festlegen, beispielsweise anhand von einem Zeitstempel, welche Objekte, also beispielsweise die kalten Objekte, kalte Daten, die sollen ausgelagert werden. Ja, und hier registrieren wir uns dann als Endpunkt, ja, und als Ziel für die Tiering-Funktionalität. Ja, ganz ähnlich funktioniert das auch bei Claudian und bei Hitachi. Ja, auch hier sind wir dann Ziel für eine Tiering-Architektur. Darüber hinaus können wir natürlich dann adressieren wir natürlich auch diese Frage, wie kann man ein Backup von einem vorhandenen Objektspeicher umsetzen? Da haben wir zwei Optionen. Ja, zum einen bieten viele Objektspeicher die sogenannte Cross-Region Replication, ja, CRR abgekürzt. Ja, das ist auch ja, letztendlich ein Standard, ein Verfahren, den AWS vorgibt. Und daher wird er von vielen Objektspeichern unterstützt. Das funktioniert so, dass sobald eine Applikation ein Objekt schreibt, ja, wird dieser Schreibvorgang und dieses Objekt letztlich in einer Liste geführt und dann wird asynchron eine Replikation in ein anderes Bucket, was auch auf einem externen System sein kann, wird es dann geschrieben. Ja, und das externe System ist in dem Fall dann das Point Archival Gateway, ja, mit natürlich, wie gesagt, eine angeschlossene Tape Library und somit ein sehr günstiges Medium, um ein Backup zu realisieren. Ja, das ist die eine Option. Und die zweite Option, das ist letztendlich ein Bestandteil des Point Archival Gateways. Ja, das erste, bei diesem CRR, ist es ja letztendlich ein passiver Ansatz. Wir sind rein ein Ziel für das Backup. Und bei dem aktiven Ansatz holen wir aktiv, ja, über eine Software-Komponente des Archival Gateways holen wir aktiv Objekte oder komplette Buckets, beziehungsweise diese virtuellen Ordnerstrukturen, das kann man dann frei definieren, holen wir diese Objekte ab und schreiben das auf die Tape-Medien. Großer Vorteil bei dieser aktiven Komponente ist zum einen, da ist man natürlich komplett unabhängig von dem Objektspeicher. Es gibt durchaus auch Objektspeicher am Markt, die diese Replikationen selbst nicht unterstützen. Und zum anderen aber natürlich auch der große Vorteil, dass es in der Regel deutlich schneller ist und wir auch alle bereits vorhandenen Objekte erfassen. Ja, das hatte ich jetzt gerade noch nicht gesagt. Beim Cross-Region Replication, ja, bei dieser Replikation ist es grundsätzlich so, dass es immer nur neue Objekte betrifft. Also neue Objekte, die ab dem Zeitpunkt, wenn ich die Replikation aktiviert habe, die dann erzeugt werden, die werden dann auch erst repliziert, vorhandene Objekte nicht. Ja, und schaut dann ein bisschen anders aus mit unserem aktiven Ansatz. Ja, dann sehen Sie hier mal stellvertretend noch den kleinen Hadoop-Elefanten. Ja, das ist alles für diese Use Case im Bereich der Analytics. Ja, überall, wo diese massenhaften Daten anfallen, die analysiert werden,
und dann am Ende des Workflows in der Regel auch sehr lange aufbewahrt werden. Ja, und hier stellvertretend Hadoop als Beispiel, weil wir hier eine Integration über die S3A-Schnittstelle in das Hadoop-Filesystem haben. Ja, und letztlich, da wir wie gesagt eine native S3-API haben, also wir haben keinerlei proprietären Kommandos, keine eigenen Befehle, für die wir sonst die Applikation anpassen müssen, sondern es ist alles wirklich nativ, 100% AWS S3-Standard, ja, kann man letztlich jede S3-kompatible Applikation an das Point Archive Gateway. Gut, damit bin ich auch fast schon durch mit der Präsentation. Ich denke, es ist herausgegangen, hervorgegangen, dass wir natürlich ein Backup brauchen von einem Objektspeicher. Und mit steigender Datenmenge, mit steigendem Kostendruck macht natürlich auch ein Tiering Sinn und hier sehr attraktiv, das Ganze auf Tape-Technologie auszulagern. Abschließend möchte ich Ihnen natürlich noch anbieten, wenn Sie das Point Archive Gateway oder auch eine andere Lösung aus unserem Haus mal gerne live sehen möchten. Das können wir natürlich anbieten, auch in einem Rahmen von einem Webcast. Oder auch gerne können wir eine Testinstallation direkt bei Ihnen im Hause durchführen. Ja, das ist in der Regel, machen wir das auch remote. Ja, das ist kein großer Aufwand. Innerhalb von 1, 2 Stunden können wir die Lösung bei Ihnen installieren und dann können Sie es natürlich ausgiebig für Ihre Applikationen testen und wenn Sie auch möchten, direkt mit Ihrer vorhandenen Tape-Library. Gut, damit bin ich soweit durch. Ja, ich sehe gerade schon, der Chat wurde jetzt für Sie freigeschaltet und damit bin ich gespannt auf Ihre Fragen. So, ich sehe gerade eine Frage war schon reingekommen, wie es denn mit der Unterstützung von LTO 9 aussieht. Also LTO 9, man liest es zwar immer wieder ab und an in der Presse, aber es ist noch nicht verfügbar. Also LTO 9, laut meinen Informationen ist es so für Ende des Jahres ist die Verfügbarkeit geplant und da können Sie von ausgehen, wir werden dann kurz nach der Verfügbarkeit, ja, wenn die ersten Libraries bzw. Laufwerke lieferbar sind, da werden wir natürlich dann auch die Unterstützung für die neueste LTO-Generation haben. So, dann kam noch eine weitere Frage, ob man das Archival Gateway denn auch testen kann, wenn man noch keine Tape-Library hat. Ja, also grundsätzlich natürlich erstmal, die Lösung ist designed für die Unterstützung von Tape-Libraries. Wenn Sie es aber vorab mal testen möchten, wir haben auch eine Point Archival Gateway Edition, die kommt mit einer Tape-Emulation mit, ja, also es ist nicht für produktive Zwecke gedacht, aber damit können Sie ja einfach mal die Kompatibilität natürlich testen, schauen, wie Ihre S3-Clients mit dem Archive Gateway funktionieren und einfach auch ein Look and Feel bekommen für die Administration. Und Sie sehen natürlich auch die virtuellen Tapes, das heißt, Sie sehen natürlich auch damit das komplette Tape-Management. Ja, also das können wir jederzeit anbieten, auch natürlich im Rahmen von einem POC, dass man das einfach bei Ihnen mal installiert. So, ansonsten sehe ich dann erstmal keine weiteren. Moment, da kommt, glaube ich, gerade noch was rein. Nein, ansonsten sehe ich keine weiteren Fragen. Dann ja, möchte ich mich bei allen Teilnehmern herzlich bedanken.
Ja, wenn im Nachgang noch Fragen sind, jederzeit, ja, schreiben Sie einfach an unser Team eine E-Mail. Und ja, wie gesagt, Angebot steht natürlich auch auf jeden Fall für die Live-Demos. Dann nochmal vielen Dank. Und dann möchte ich auf jeden Fall noch kurz darauf hinweisen, auch in wenigen Wochen haben wir unser nächstes Webinar. Ja, ich glaube, das haben Sie auch schon in der Einladung direkt gesehen. Da widmen wir uns dann wieder dem Point Storage Manager. Gut, dann war es das meinerseits. Vielen Dank und Ihnen noch einen schönen Tag.